Hallo und herzlich willkommen mit Reisendurchs Universum und ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Let's Play Commander Keen Teil 4 Secret of the Oracle. Und ihr habt euch Pyramiden gewünscht, deswegen gibt es auch Pyramiden. Ich meine, ich behaupte ja keine Dinge, oder ich versuche zumindest keine Dinge zu behaupten, die nicht stimmen. Von daher gibt es die Pyramid of the Moons für euch und ich hoffe mal, ich vergeige das nicht. Weil es gibt hier ein paar Stellen, die sind ein wenig nervig. Und ja, mal gucken. Ich möchte auch ehrlich mit euch sein, weil ich habe eine Kleinigkeit verkackt bei der Produktion des Top 5 Videos. Nämlich, ich habe diesen Speicherstand überschrieben gehabt und musste alles nochmal neu machen. Und es war eigentlich schon zu hoch gesprungen. Es hätte auch in die Hose gehen können. Ja, ich durfte auf jeden Fall die ersten drei Level wieder neu machen, aber ja, war jetzt nicht so schrecklich. War eher schwierig nochmal zu versuchen, dass man auch wirklich wieder dieselbe Anzahl an Punkten und Schuss hat. So, den Punkt hole ich mir auch noch. Von daher, nichts passiert, alles wie gehabt, nur dass ich ein bisschen mehr Arbeit hatte. So, da bin ich kurz hängen geblieben. Aber das ist, sagen wir mal, die sichere Variante, um diesen Sprung nicht zu verhauen. Ja, falls ihr da runterfallen solltet, ohne einen Key eingesammelt zu haben, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft nochmal laden. Weil ihr könnt das Level dann nicht mehr beenden. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, es gibt hier ein Secret Level und es gibt auch hier noch ein anderes Secret, das Leute, die diesen Kanal verfolgen, ja schon kennen dürften. Und man kann halt zu dem Secret Level gehen oder das Level halt normal beenden. Wir wollen das Secret Level haben. Und erstmal locken wir den Lick hier an. Diese Stelle ist übrigens scheiße, weil die schießen immer anders. Du weißt nie, wie die schießen. Und das ist sehr gemein, besonders bei einer Stelle da hinten. Aber darauf komme ich hoffentlich gleich nochmal zurück. So, dann gucken wir mal. Ach ja, den Lick habe ich ja komplett vergessen. Komm, wir machen das mal ganz gechillt. Wir haben es nicht eilig. Wir brauchen jetzt auch nicht so viel Skill zu zeigen wie bei der Wonderland-Serie. Ich habe hier mal den Unterschied, erklärt. Und ja, gibt es noch irgendetwas zu dem Secret zu erzählen, außer das, was ich hier gerade treibe? Ja gut, für die Leute, die das Secret gar nicht kennen, die wissen nicht, wieso ich mir gerade die Mühe mache, dass mir die kleinen Inchworm hier folgen. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen befremdlich, das Spiel mit Ton zu spielen. Warum ich das so befremdlich finde, ist, dass diese Geräusche mich teilweise irgendwie ablenken. Ich weiß nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich kann auch bei tickenden Uhren nicht schlafen. Vielleicht hat das irgendwie da eine Verbindung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr seht, ich muss die Inchworm hier rüberholen. Weil da drüben sind weitere Inchworm. Und wenn ich alle habe, passiert etwas Interessantes. Siehst du mal, jetzt schießen sie schon wieder anders. Oh, ich hasse sie. Ah, ich hasse diese Stelle wirklich. Also, da bleibt mir immer so ein bisschen das Herz stehen, weil du halt nicht weißt, ob die ihren Turnus wieder ändern. Nur weil du ganz kurz weiter rechts warst. Von da hoffe ich mal, dass ich alle Inchworm habe, damit ich nicht immer da vorbei muss. So, ich glaube, hier reicht es einfach, wenn ich hier stehen bleibe. Ansonsten, ich möchte euch noch ein weiteres Secret zeigen, aber dafür muss ich leider speichern. Oh, der Secret-Weg ist damit geebnet. Damit habe ich das Level auch offiziell geschafft. Von daher, ich darf speichern. Ich muss auch speichern. Weil diese Stelle ist gar nicht ohne. Und ich habe es tatsächlich auf Anhieb geschafft. Ich werde hier nicht speichern. Obwohl, ich speichere hier mal auf einen anderen Speicherpunkt. Weil ich muss halt gucken, dass ich den Possible direkt schaffe. Ist das hier? Ja, das ist hier. Wir gehen mal nicht da oben hin, weil das ist fies.
Ihr habt es schon gesehen, weil da oben ist noch so ein Hazard-Ding, das halt drunter schießt. Wir haben hier einen Lick, da eine Poison Slug und weiter rechts ist noch ein weiterer Lick. Und oben ist eine Tür mit einer Rachnaut und das führt zu einem Secret, das ihr am Anfang gesehen habt. Spul vielleicht nochmal zurück zum Anfang, weil da seht ihr es schon oder solltet es zumindest sehen. Falls ihr das nicht sehen solltet, zeige ich euch das Secret nochmal halt gesondert, weil ich möchte das jetzt nicht riskieren, da 50.000 Mal zu sterben. Ich kann es auch so mal probieren, aber glaubt mir, es kommt noch genug Action heute. Wir brauchen dieses Secret uns jetzt nicht holen, denn es wird lustig. Erstmal der magische Fuß, um mich selbst zu zitieren aus dem letzten Let's Play, und wir begeben uns zum Secret Level. Normalerweise macht man das nicht so früh wie ich gerade. Aber scheiß drauf, scheiß drauf. Oh je, oh je. Puh, also erst einmal probieren, ohne zu speichern, und dann mit Speichern. Also mal gucken, wie weit ich beim ersten Versuch komme. Allein der Anfang nervt mich jetzt schon, weil ich darf mir da keinen Fehler erlauben. Erstmal die Lick da runterlocken und die Poison Slug generell so töten. Das war schon wieder zu riskant. So, noch der letzte Lick. Dann habe ich den Anfang schon mal gemeistert. Der Anfang geht eigentlich. Hier kriegt man übrigens nur so ein schönes extra Leben. Und hier habt ihr zwei Methoden, das zu machen. Wir machen es erstmal mit der Methode, wie ich es normalerweise mache. Nämlich, ich gehe... Voilà, das wollte ich jetzt nicht. Ich gehe so da hin und hol mir den so, weil ich es einfach sicherer finde. Weil die andere Variante, das zeige ich gleich, weil ich werde das garantiert nicht im First Try schaffen. Ich werde es euch gleich nochmal zeigen. Ah, allein die nächste Stelle ist auch schon wieder so richtig assi. So, mal gucke. Ja, man muss sich übrigens da bücken. Gucken, wo die Poison Slug ist und sich nicht von dem Ding da oben treffen lassen. Falls ich mir gerade übertrieben viel Zeit lasse, bittet das zu... Ja, natürlich! Du behinderte kleine Schnecke! Falls ich mir sehr viel Zeit dafür lasse, hat das damit zu tun, weil es wirklich nicht leicht ist. Ich weiß auch nicht, ob ich dieses Level im 1-1 mache. Ah, komm, Schnecke, geh einmal mal konsequent in die Richtung. Konsequent. Also das, was die meisten Menschen schon mal nicht sind. Eieiei, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Diese Schnecke. Ja, das Geräusch kenne ich auch nicht, ist okay. Ich hasse diese Stelle. Weil man muss auch relativ weit rechts laufen. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Ich werde mir die jetzt mal nicht holen. Hier gibt es manchmal so einen richtig fiesen Bug, dass Keen da hängen bleibt. Hier gibt es aber auch eine Möglichkeit, einen Bug auszunutzen. Das zeige ich euch vielleicht auch später. Oh Gott. Ich hasse es gerade, wie die schießen. Das sieht vielleicht einfach aus, ist aber überhaupt nicht. Ich bin total angespannt. Ich glaube, ich war selten in meinem Leben so angespannt. Ich hasse es auch gerade, wie die beiden schießen. Ich werde hier sterben, weil die Stelle ist gerade zu heftig. Oh, wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Das ist übrigens ultra unfair, dass da unten eine Poison Slug ist. Wir
gehen mal etwas weiter an die Kante, damit wir so wenig Zeit wie möglich verlieren. Ich muss jetzt hochkonzentriert sein. Ah, du behinderte kleine Schnecke. Puh, ich hasse diese Hazards. Ja, natürlich. Willst du mich eigentlich kreuz und querweise verarschen? Ja, klar, natürlich. 8 Stunden später. Nein, es tut mir leid. Ah, die Schnecke stand einmal perfekt und es tut mir leid. Ich war eine Millisekunde, habe ich zu früh die Taste losgelassen. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich es nicht wirklich weit gerade geschafft habe. Aber das ist auf Hard wirklich eine sehr, sehr eklige Stelle. Ihr habt auch schon gesehen, dass meine Kommentierung eher in Richtung du bist scheiße gegangen ist, Poison Slug, als irgendetwas Sinnvolles von mir zu geben, obwohl... das war haarscharf. Ich meine, wann sage ich schon mal etwas Sinnvolles? Eigentlich könnte man den Lick auch einfach abschießen, aber... ich möchte mir einfach den Schuss da sparen. Obwohl, so viele Schuss braucht man hier eigentlich gar nicht, also... ich überreagiere vielleicht ein bisschen. Ja, es tut mir, wie gesagt, leid, dass ich nicht so weit gekommen bin bei meinem ersten Versuch. Ich möchte es jetzt ehrlich gesagt auch nicht nochmal versuchen, weil... das frisst einfach zu viel Zeit. Ansonsten könnte ich mehrere... hoppala. Das sollte ich nicht. Ansonsten könnte ich... so ist es übrigens auch passiert, als ich diesen Speicherstand überschrieben habe. Darf mir nicht mehr passieren, weil Pyramid of the Forbidden, das ist eine Map, die machst du nicht so gerne. So. Um nochmal darauf zurückzukommen, wie man es auch machen kann. Oder in dem Fall nicht machen kann, machen sollte. Ihr habt aber schon die Problematik dieses Sprunges gesehen. Und ja, man soll das tatsächlich so machen. Ich finde meine Variante deutlich sicherer. Das letzte Mal, als ich das für ein One-One getestet habe, hat diese Stelle wunderbar funktioniert. Ich möchte euch das nur einmal zeigen, dass das auch so geht. Also, dass man das nicht so machen muss, wie ich das mache. Ja. Das ist der Speicherfluch, glaubt mir. Also, ich probiere es nicht mehr lange, dann spiele ich einfach normal weiter. Okay, okay, ich habe es verstanden. Ich krieg's gerade nicht hin. Also, meine Variante ist deutlich sicherer. Aber gut, man muss halt auch Trick-Jumps können, ehrlich gesagt. Also, voilà. Wenn man die nicht kann, dann sollte man das vermutlich einfach lassen. Also, aufgemerkt. So wie man's, wie ich das gerade gemacht habe, macht man es nicht. Ich war gerade ein bisschen von den Licks abgelenkt. Ich bin nicht froh darüber, dass ich diese Stelle nochmal machen darf. Und ja, es kommen noch schlimmere Stellen. Viel schlimmer. Klar, machst du dein Geschäft dahin? Ich muss gerade gucken, ob sich der Tonus geändert hat. Oh, dieser Tonus ist ekelhaft. Ja, Poison Slug, du kannst ruhig mal ein bisschen mitspielen. Nicht lesen, Keen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das machen soll. Ich könnte natürlich laden und hoffen, dass es dann einen anderen Tonus hat. Und dann sterbe ich daran. Ihr erinnert euch noch, was ich eben gesagt habe mit dem, ihr müsst relativ weit rechts laufen. Ja, wenn ihr nicht die Pfeiltaste genügend durchdrückt, dann springt ihr einfach dagegen. Und das ist leider nicht sonderlich hilfreich. Und der Tonus hat sich nicht geändert. Und die Poisons... also...
Auf schwer muss man an dieser Stelle viel zu viel auf Dinge achten. Schnecke macht dein Geschäft und dreh dich um. Okay. Na, diesmal kann ich sie mitnehmen, da ich eh speichere. Das Problem ist, hier kannst du relativ schlecht speichern. Von daher musst du das so an ein Stück machen. Ich probier mal was. Ich habe ja vorhin an dieser Stelle gesagt, dass es einen netten Bug an dieser Stelle gibt. Ich hoffe, ich muss nicht darauf zurückgreifen, sondern dass ich das auf Anhieb schaffe. Ich weiß, ich kommentiere gerade gar nicht, aber wie willst du das bei dieser behinderten Map machen? Hol ich mir noch die da oben? Ja, ich hol mir die noch da oben. Na komm. Aber bevor ich hier irgendeinen Kackjump mache. So, es geht fröhlich weiter. Willkommen zu einer weiteren blöden Stelle von Pyramid of the Forbidden. Ich liebe diese Map, aber gleichzeitig hasse ich sie auch. Und ich muss jetzt mal gucken, passt das? Ja, ich hasse sie! Sorry. Die Problematik an der Stelle ist, du musst passend drauf springen, dann musst du nach unten drücken und springen, damit du den praktisch die Plattform verlässt, weil wenn du aus dieser Position schießt, schießt du über die Poison's Luck. Und ja, das musst du alles machen in dieser kurzen Zeit und du musst hoffen, dass die Poison's Luck richtig läuft und die Zukunft. Jetzt hat sie beispielsweise geschissen, jetzt geht's gar nicht mehr. Hm, soll ich laden? Ich lade mal kurz, bevor wir uns dumm und dämlich warten. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Ja. Mann, was ist jetzt los? Das ist mir auch noch nie passiert. Ich meine, was? Okay. Das war nicht gut gemacht von mir, das muss ich zugeben. Ach ja, die kommen jetzt da runtergesprungen. Na, kommt mal runtergesprungen. So, hier gibt es auch einen kleinen Trick. Ich hoffe, dieser Trick funktioniert direkt. Den wollte ich eigentlich in der Top 5 zeigen, aber... erst mal so. Verkackt. Ich weiß, das ist total sinnlos, weil man kann einfach die Taste drücken und ja, dann so hochspringen, aber es wäre nicht Commander Keen, wenn man es nicht umständlich machen könnte. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich gerade so viel speichere. Ich mache es in den nächsten Leveln gut, ich verspreche es euch. Ich hoffe, ich werde dann auch nicht mehr so krass failen wie eben mit dem Aufzug. So, denn es geht immer noch ekelhaft weiter, weil hier musst du ultra schnell sein, ansonsten verreckst du einfach nur. Das ist mir zu riskant. Na, komm hoch, komm hoch. Ja, ich mach die tatsächlich... Ja, ja, da wollten sie mich gerade trollen. Ich mach die tatsächlich immer erst so kaputt... Ja, da hat er mich auch gut, naja, getäuscht, sagen wir mal so. Okay, da fliegt noch einer. Ich hätte schon gerne die Punkte. Das war schon eigentlich verkackt. Eigentlich hätte ich dafür sterben müssen.
Ich weiß nicht mehr, wie viele da sind. Ich hab die genaue Zahl gerade nicht mehr im Kopf. Es waren auf jeden Fall verdammt viele. Ich speichere mal hier, damit wir nicht wieder alle kaputt machen müssen. So, wie viele haben wir denn? Hier, da unten ist einer, da oben fliegt einer. Und da fliegt noch ein zweiter. Ihr könnt ja mal mitzählen. Ich habe jetzt persönlich nicht mitgezählt. Anhand der Leichen könnt ihr es leider auch nicht mehr erkennen, weil einige übereinander liegen. Aber ich glaube... Na, verdammt, hätte ich früher gucken müssen. Bleib liegen, dankeschön. Ja, noch zwei Stück. Ja, ich mache tatsächlich die Pirate of the Forbidden einen Run und da hätte ich eigentlich sterben müssen. Natürlich fliegt der eine Skypass länger als der andere. Dahin zu gehen könnte man machen, aber ist ultra riskant. Also, falls ihr mal One Run oder so machen wollt, solltet ihr das nicht tun. Ich speichere mal ganz kurz. Nicht, dass ich jetzt hier unvorsichtig runterspringe und dabei ist hier noch ein Skypest. Yay, ein Leben. Und es geht natürlich immer noch fröhlich weiter. Ah, die Stelle ist auch sehr, sehr blöd. Vor allem, ich weiß nicht, warum die es so gemacht haben. Es gibt zwei Stellen, wo du nach unten gucken musst. Und wenn du stirbst und laden willst, hast du das Problem... Naja, du hast einfach das Problem, dass du immer wieder nach unten gucken musst und dadurch wertvolle Zeit verlierst. Wir speichern hier mal ganz, ganz kurz auf einmal leer, obwohl es nicht leer ist, weil ich nicht weiß, wie das Ding schlägt. Das Fiese ist tatsächlich, dass der Turnus so sein kann, dass du es gar nicht mehr schaffen kannst. Wir stellen uns mal ganz außen hin. Wir sterben trotzdem. Wir sterben trotzdem. Auf ein neues. Das ist teilweise so unfair gemacht. Du kannst das in einem One-Run gar nicht schaffen. Wir müssen jetzt auf einen anderen Turnus warten. Es tut mir leid. Weil anders ist diese Stelle einfach nicht machbar. Und von daher... One-Run... ist ultra, ultra eklig. Glaubt's mir, weil ich muss sofort mit allem das Richtige erwischen. Ja, siehst mal. Da kam ich schon nicht mehr vorbei, nicht mehr vorbei. Ja, ich weiß, es ist gerade nicht ganz so interessant zuzusehen. Ja, zu spät. Diese Stelle ist ultra unfair. Ich weiß nicht, welcher sadistische Mensch sich das ausgedacht hat, aber es ist einfach nicht ordentlich möglich. Man bringt auch gar nichts, da großartig zu speichern davor, weil man braucht eh viel zu lange, um nach unten zu gucken. Eigentlich könnte man hier versuchen zu speichern und zu hoffen, dass, naja, die Abfolge halt stimmt. Und sie stimmt nicht. Ah, me gusta. Ich glaube, steht eigentlich in Spanisch dafür, dass man etwas mag. Und das ging komischerweise jetzt doch. Manchmal hat man auch Glück, dass sich der ändert. Wir speichern einfach mal auf leer. Wie will man das an ein Stück ordentlich schaffen? Das ist sehr schwierig. Wir warten hier einfach mal. Ja, natürlich. Natürlich. Poison Slug. Ist okay. Wir müssen gleich auch dann noch speichern, dass wir es dahin geschafft haben. Ja, Pirate of the Forbidden, ein Spaß für die ganze Familie. Ich meine, solche Sachen, die etwas mit Können zu tun haben, die kriege ich ja irgendwo hin. Und hier möchte ich gerade mal selbst etwas gucken, weil ich mir da nicht mehr hundertprozentig sicher bin. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich so viel speichere. Gucken wir einfach mal gerade, ob wir sterben. Wir sterben nicht. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich zuvor hier immer gebückt stand, um dann hochzuspringen. Jetzt müssen wir natürlich wieder auf die Poison Slug warten. Ah, Poison Slug.
warten wir mal, bis es dann fertig ist. So, das lief eigentlich mal ausnahmsweise ganz gut. Ich sag ja, die Dinge, die irgendetwas mit Können zu tun haben, die kriege ich normalerweise hin. Gibt natürlich auch Komplettausfälle, wie eben bei der Teer-Sache. Obwohl, wir haben ja hier wieder Teer. Und hier muss ich gucken. Hier muss ich wieder gucken. Der absolute Spaß, der absolute Spaß. Okay. Ich habe eben von Totalausfall gesprochen. Okay, ich muss eventuell blind springen, damit wir nicht allzu lange warten müssen. Ich mache denselben Kack nochmal. Nur damit mich dieser komische Speer nicht trifft. Dabei trifft er mich nicht mal. Okay, das lassen wir mal wieder stehen unter Totalausfall. Totalausfall. Hier müssen wir leider warten. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es wirklich nicht ändern. Obwohl, ich konnte eigentlich hier entspringen. Das ist auch möglich. Das ist nicht ganz so riskant. Ihr merkt schon, Pyramid of the Forbidden ist eine sehr, sehr eklige Map. Ja, ich habe eine Kleinigkeit vergessen. Ich entschuldige mich nochmal. Dieser Sprung... Hubala. Der Sprung war total unnötig. Nachher bin ich sowieso safe. Nachher bin ich sowieso safe. Es tut mir leid. Jetzt war er schon durch. Okay, dann warten wir eine Runde. Ja, ich habe vergessen, da oben den Schalter zu drücken. Das wurde mir aber erst in dem Moment bewusst, wo der Aufzug nicht mehr weitergefahren ist. Die Stelle, die jetzt kommt, ist auch ein bisschen nervig. Ich werde euch das ganz kurz mal demonstrieren. Man muss nämlich gebückt bleiben. Und ihr ahnt schon... das war dumm gemacht. Das war dumm gemacht von mir. Ich hätte einen Moment früher speichern müssen. Wir ignorieren das jetzt einfach. Ich habe alles unter Kontrolle, auch wenn es nicht so aussieht. Das sieht so einfach aus, aber glaubt mir, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist... ganz und gar nicht einfach. So, gucken wir mal. Naja. Auf normal kann man übrigens da hochspringen mit einem normalen Sprung. Hier brauchst du natürlich den Pogo. Und wenn du zu hoch springst, also wenn dir komplett das Feingefühl für den Pogo fehlt, dann stirbst du hier auch. Von daher, das Feingefühl muss schon vor... das Feingefühl... Okay, hier unten ist gar keine Schnecke. Habe ich falsche Erinnerungen, es tut mir leid. So, das wird heute dann eine XXL-Ausgabe. Aber ich habe mir gedacht, Pyramid of the Forbidden, das kriege ich schon irgendwie in einen Part gequetscht mit Secret und so. So, ach, ich hasse es. Diese Stelle... da brauchst du einfach wieder Glück. Dir hilft all dein Können nichts, weil du einfach nur Glück brauchst. Ich glaube, ich habe es schon verkackt. Weil ich muss da direkt hoch. Okay. Das war jetzt mein Fehler. Ich muss hier direkt hoch. Sorry. Sorry. Ich weiß, ich entschuldige mich zu viel. Ich bin aber ein bisschen zu sehr angespannt. Boah, dabei habe ich doch schon das meiste geschafft. Sterbe gerade unnötigste Tode. Weil hier muss man leider ein bisschen austarieren und das war eigentlich schon zu hoch gesprungen. Da kommt er! Unser bester Freund, Skypedio Skypest.
Ja, ich habe gerade ein Wortspiel mit Fuck You und Skypest gemacht. In Version von Skypest. Ja, man darf nur den Halbhohn machen, ansonsten hat man... Willst du mich verkackurschen? Ich meine, sorry. Da hat meine rechte Maus, Maustaste, Pfeiltaste nicht reagiert. Der kommt da nicht, oder? Der kommt erst, wenn ich da hinspringe, wie so ein Behinderter. Jetzt wollte ich ihn anlocken, sorry. Gott, diese Stelle könnte... Also die Stelle ist ja an sich schon nicht so einfach. Ihr habt ja gesehen, man kann es auch so ordentlich verkacken. Ich gucke gerade zu viel nach Skypest. Ich sollte mich vielleicht darauf konzentrieren, was ich da mache. Warte. Das ist vielleicht gerade jetzt ein bisschen gewagt, was ich vorhabe. Aber ich glaube, das geht. Wir testen das jetzt. Selbst wenn der Part damit unnötig noch länger wird. Ich darf den Impossible an dieser Stelle nicht vergeigen. Ich frage mich gerade, ob das geht. Ich glaube auf leicht. Auf leicht. Sorry. Auf leicht würde das, glaube ich, sogar gehen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das auch auf schwer klappt. Weil man bei... Es ist echt schwer, wieder auf der Plattform nach einem Versuch zu landen. Ich versuche mich gerade durch den Skypest-Teil zu cheaten. Es tut mir leid. Ich könnte auch in dieser Zeit einfach den Skypest-Mist machen. Ich habe aber auch gerade das beschissenste Timing der Welt drauf. Mir ist auch warm. Dabei haben wir Winter. Eventuell werde ich auch einfach krank. Na komm, wir beenden das Level normal. Okay, Skypest kommt offenbar immer an dieser Stelle. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Ich habe eine Idee, das könnte aber auch totaler Bullshit sein, was ich mir überlege. Ich könnte es halt auch einfach da nochmal probieren, weil das ist, denke ich, möglich. Das ist jetzt riskant, was ich mache, aber ich speichere tatsächlich einfach mal in der Luft. Du kleiner Arsch. Naja, hoffentlich habt... Oh, da sehe ich sogar, wie die Skypest da oben fliegen. Warte, könnte ich mit den Impossible da hoch? Ich glaube nicht. Ah, dieser eine beschissene Skypest da. Wenn es ganz schlimm ist, muss ich das gesamte Level neu machen. Ich wollte es nochmal probieren, aber diesmal von einer anderen Perspektive. Mit normalen Sprung komme ich da nicht hin. Auf leicht vielleicht, aber nicht auf schwer. Was will ich da machen, meine Freunde? Skypest ruiniert mir gerade die ganze Aufnahme. Ich muss was testen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich Skypest aus dem Bildschirm gelockt bekomme, ohne dahin zu springen. Aber versuch das mal.
Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß, das sieht teilweise bei mir so einfach aus. Ja, toll. Noch ein anderer Skypest. Zwei andere Skypest. Warte, kann ich vielleicht so hinspringen? Wehe, Skypest. Wehe, du kommst jetzt oben rechts aus dem Bildschirm gesprungen, um mich zu töten. Skypest, du kostest mich gerade 6 Minuten meines Lebens. Wenn du 6 Minuten deines Lebens stehlen würdest, wäre mir das kack egal. Ja, ich muss vorher den Pogo lösen, ansonsten kann ich nicht genug Schwung in den... Und mein Fuß ist eingeschlafen. Fantastisch, super Timing. Dieser Part bekommt langsam groteske Züge. Jetzt fliegt er auf einmal komplett anders. Skypest, du Nudel. Okay. Da hat mich Skypest zu sehr ins Taumeln gebracht. Ich hoffe, er fliegt jetzt wieder so. Nein, jetzt fliegt er wieder so. Willst du mich eigentlich verarschen, du kleines behindertes Mistvieh? Ah, wer kam auf die Idee, an dieser Stelle Skypest zu machen? Das ist meine Version des stillen Fluchens. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wäre schon längst fertig mit diesem Level. Aber was soll ich da machen? Ich kann das Level und jetzt nicht nochmal neu starten. Ich krieg ihn aber auch nicht aus dem Bildschirm gelockt. Schaff ich's jetzt? Komme ich jetzt endlich nach 8-9 Minuten an einer Stelle weiter? Und das schon wieder ein Skypest. Aber den Sprung, den habe ich gerade selbst vergeigt. Ich stand ein bisschen zu weit rechts. Ist das... Ach ja. Das ist das, diese Plattform, die den Impossible braucht. Ich habe alles unter Kontrolle. Alles. Ah, fester Boden, fester Boden. Noch nie habe ich mich so selber festen Boden gefreut. Aber wenn ihr glaubt, diese Kacke... Ernsthaft. Wäre schon beendet, dann... Da oben kommen ja noch Aufzüge und Skypest und Aufzüge. Ja, One Run, ich kündige übrigens jetzt an, dass es kein One Run zu Pyramid of the Forbidden geben wird, weil das überleben meine Nerven einfach nicht. Ich bin auch nicht gut genug dafür. Hoppala. Okay. Die Skypests sind gerade relativ weit links, von daher speichern wir einfach mal und hoffen, dass es so bleibt. Was soll ich denn da machen? Gesangsbuch. Salami. Schon wieder Salami. Etwas Zufälligeres ist mir offenbar nicht eingefallen. Ah, 40 Minuten. Willst du mich doch verarschen? Und ich traue mich gerade nicht mal dahin zu springen. Ich bitte auch dies zu entschuldigen. Nein, falsch. Falsch. Doch Gott, diese kleinen Tasten. Es tut mir leid. Ich habe es im letzten Video schon erwähnt. Die Tasten sind einfach viel zu klein. Kommt das Fehler wieder. Jetzt speichern hier mal gerade auf leer. Ich weiß, ich mache gerade doppelt gemoppelt. Ich wollte gerade schon wieder laden. Ah, stirb!
Gott, ey. 40 Minuten. Das Level hätte vor 10 Minuten vorbei sein können. Ach ja, das kommt ja auch noch. Das habe ich ja komplett vergessen. Ja, oh. Ja, wir bringen das mal halb konzentriert zu Ende. Weil ich glaube, nach Skypass bin ich innerlich gestorben. Ich könnte auch locker zwei Parts zwischenzeitlich daraus machen. Aber ihr bekommt das tatsächlich in einem Part. Es tut mir leid. Ich mache aber auch gerade Bullshit. Das machen wir mal ganz geschickt. Das ist doch das für das da oben, ja. Gut. Ich versuche gerade wieder ein bisschen runterzukommen. Habe sehr viel Mist gebaut, nur weil ich, naja, ein wenig abgelenkt war. Ah, Gott. Also ich habe ja nichts gegen Stellen, die wirklich etwas mit Können zu tun haben. Aber diese Zufälligkeit, wo gerade Skypass ist und wie gerade die Speere schlagen, das ist einfach so ultra unfair. Und hier speichern wir einfach mal aus Protest, weil dieses Video auch irgendwann mal enden soll. Yay! Meine Freunde, das war sie, die XXL-Ausgabe mit Skypest und The Pyramid of the Forbidden und ja, wow, Gott. Skypest, du kostest mich alle Nerven, alle. Yay! Wir haben den Hausmeister gerettet! Yay! Aber das war gar nicht notwendig. Also die ganze Tortur, die wir jetzt durchlebt haben, die hätten wir uns auch sparen können. Ach komm, Keen, also bitte! Yay, yeah, extra Leben und nochmal der magische Fuß. Ah, die Zukunft, die Zukunft. Was ein Part. Nach der Aufnahme vom Run-Run bekommt ihr jetzt nochmal etwas, was eine Dreiviertelstunde lang ist. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Es ist halt jetzt wirklich ein XXL-Video geworden, aber ihr habt dadurch mehr zum Gucken. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung, auch wenn ich teilweise übel gefailt habe. Ich verspreche euch, ich werde das wieder gut machen. Und in diesem Sinne, wie beim letzten Mal auch, schreibt mir in die Kommentare, wie ich jetzt weiterspielen soll. Ich gehe mal so ein bisschen das gerade nochmal mit euch durch. Also, wir könnten hier nochmal in die Pyramide gehen, wo die roten Affen rumlaufen, die Punkte klauen. Oder die Pyramid of the Shadows. Natürlich könnten wir uns auch Hillville angucken mit ein paar lustigen Secrets. Natürlich gibt es auch noch die Optionen von San Diego, Miragia und Life Water Oasis. Natürlich gibt es auch noch die Optionen, da oben die schönen Höhlenlevel zu machen. Oder unten die Wasserlevel, obwohl wir dafür erstmal Miragia bräuchten. Und wir beenden mal den Part an der Stelle, wo wir auch den letzten Part beendet haben. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Commander Keen Teil 4. Macht's gut!